Moin, ein Foto von mir heute einmal zu diesem kleinen Kindertablet. Das Ganze von Smart Life Within Reach. So schimpft sich das Ganze, ist ein 7 Zoll ungefähr. Tablet ist das TK706 Modell, ist ein bisschen neuer noch auf dem Markt und ja, ist eben extra für Kinder konzipiert, also auch für mich interessant, gerade für die Grundschule, in der ich auch manchmal unterwegs bin, weil ja, Digitalität holt uns halt ein und wir müssen uns da ein bisschen freier aufstellen und ich möchte dann aber doch nicht so wie bei meinen größeren Schülern nicht eine iPad-Klasse machen, denn das ist vielleicht etwas, was nicht unbedingt lange hält. Dementsprechend schaue ich mich dann mal so um, was es so gibt. Und da bin ich dann auf dieses Kindertablet gestoßen. Das so sieht das Ganze dann einmal aus. Kommt ordentlich verpackt. Und hat eben auch eine entsprechende Schutzfolie. Die ziehen wir mal direkt ab, damit wir das besser sehen können. Und im Endeffekt ist es dann das Modell. Ist hier alles schön, solide, ja, zugemacht, damit das, falls es mal abstürzt, dass man hört es auch direkt gepolstert und gut aufgefangen wird. Das ist eine schöne Sache. Hier ist noch eine extra Schutzfolie drauf, sehe ich gerade. Dann haben wir hinten auf der Rückseite extra kindgerecht so nette kleine Muster. Kamera ist auch dabei und dann haben wir natürlich noch einen Fuß, mit dem wir das Ganze aufstellen können. Das finde ich immer ganz schön, gerade in der Schule. Dann können Sie sich das vor sich so aufstellen und da eben Sachen nachschauen, nachgucken, machen und eben dann dadurch gut arbeiten. So, wir schauen mal, ob das Ganze schon geladen ist. Ansonsten müssen wir das gleich tun. Wir haben hier auf jeden Fall die ganzen Funktionstasten, die sind ausgespart. Und dann schauen wir mal, ob da Saft drauf ist und gucken uns das einmal so an. Das sieht gut aus. Also Smart Life Within Reach, Android basiert, ist auch eine schöne Sache. Das heißt, wir sind da frei, können alles installieren, was wir so in unserem Play Store haben. Alternativ können wir auch APKs installieren, das ist immer eine schöne Sache. Und ja, sieht soweit doch erstmal ganz solide aus von der Bildrate her. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher, der Preis, wobei ich auch schon gesehen habe, dass das Ganze ein bisschen angepasst worden ist schon. Und dann ist es in Ordnung. Aktuell finde ich es ein bisschen zu hoch gesetzt. Aber eben, wenn sie das jetzt wirklich anpassen, so wie es der Schein war, dann ist es in Ordnung. So, jetzt warten wir mal ab, wie lange es dauert zum Booten. So, jetzt ist das Ganze ready. Wir lassen es einfach mal eben auf Englisch, das ist für uns jetzt erstmal egal, um das uns anzuschauen. Jawohl, Start jetzt, gut, Wi-Fi, überspringen wir erstmal, ist nicht weiter wichtig, ist alles vorhanden auf jeden Fall, aber brauchen wir erstmal nicht. So, Google Service, klar, kann er von mir aus erstmal alles haben, ist für uns erstmal zum Angucken des Tablets nicht weiter wichtig. Und das überspringen wir auch erstmal. Skip. So, man sieht aber schon relativ schnell, das Display ist ein bisschen kleiner als das Tablet selbst. Also wir haben hier einen dicken Rand, ist Geschmackssache, ob einen das stört oder nicht. Dann haben wir hier eine ganz nette, kindlich gestaltete Oberfläche. Die können wir natürlich anpassen, ist halt Android. Und wir sehen, wir haben hier auch alles standardmäßig installiert, was wir so kennen von Android. Aber das Ganze auch simpel gehalten. Wir haben auch extra Kiddos und Family Groups. Das heißt, wir können das Ganze auch noch ein bisschen ja, sperren und anpassen. Entertainment Space, okay, ja, alles klar. Und ansonsten, wir gehen mal eben und gucken, ob wir das hier auch runterziehen können. Jawohl, also wir haben auch die ganz sämtliche Shortcuts hier oben. Wir haben Bluetooth, Screen Record, Auto Rotate. Helligkeit können wir natürlich anpassen, Screenshots können wir machen, also das ist alles dabei. Und dementsprechend, zumindest für die Kleinen, auf jeden Fall ein solides Gerät hier, was gut gepolstert ist. Also da hat man wirklich keine Reue, die man haben muss oder keine Angst haben, mal was so hier rauf zu hauen. Das hört man ja auch ganz gut, das wird gut aufgefangen. Und im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, können wir hier auch mal reingucken, steckt hier halt einfach nur so ein kleines Tablet drin, was man auch theoretisch rausnehmen kann, wenn man denn das anders nutzen möchte. Aber wenn man sich schon so ein Kindermodell holt mit so einer Hülle, dann sollte das auch primär der Grund sein. Ja, solides Gerät auf jeden Fall.